Um 14.15 Uhr heulten am 12. Dezember 2006 in Bad Doberan die Sirenen. Die Kameraden rückten zu einem Dachstuhlbrand im alten Moorbad aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Dachstuhl schon in seiner vollen Ausdehnung. Schnell wurde klar, dass die Kräfte und Mittel nicht mehr ausreichten. Daraufhin wurden zusätzliche Wehren aus Hohenfelde und Nienhagen alarmiert. Über die Drehleiter unter vollem Atemschutz begann die Brandbekämpfung. Unterdessen wurden über die Leitstelle weitere Feuerwehren alarmiert. Neben den Feuerwehren aus Bad Doberan, Kühlungsborn, Köpelin waren auch die Feuerwehren aus Hohenfelde, Nienhagen, Admannshagen, Retschow, Parkentin, Bürgerende und Bargeshagen im Einsatz. Die zusätzlichen Kräfte bauten eine Wasserversorgung von einem nahen Bach und einem weiter entfernten Hydranten auf. Das Moorbad, früher Stahlbad, ist ein von 1822 bis 1825 im Stil des Klassizismus von Karl Theodor Severin errichtetes Gebäude in Bad Doberan. Seit der Gründung des ersten deutschen Seebades in Heiligendamm war Bad Doberan ein Anziehungspunkt für Kurgäste. Doberan war Wohn- und Vergnügungsort der Heiligendammer Badegäste. Auf Veranlassung Franz Friedrichs I. wurde 1822 mit dem Stahlbad der Grundstein für einen eigenen Kurbetrieb gelegt. Das heute unter Moorbad bekannte Gebäude steht auf der Denkmalliste der Stadt Bad Doberan.